Der Scheck ist das Ziel, wenn die Lotto-Elf unterwegs ist. Der letzte Scheck 2018 wurde in Mülheim-Kärlich an Special Olympics Rheinland-Pfalz übergeben. 8.800 Euro für Sport für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Geld, mit dem wir in der nächsten Zeit viel Gutes für unsere Sportler in Rheinland-Pfalz tun können, Aktivitäten anbieten können, sportliche Aktivitäten, Freizeitaktivitäten, auf die wir sonst verzichten müssten. Und deshalb ist es natürlich etwas ganz Großes. Dazu trug Special Olympics selbst mit einer großen Tombola bei. Einer von vielen Programmpunkten im Rahmen des Fußballtages im Zeichen der Inklusion. Als Gastgeber fungierte die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Ein Verein, der vor allem auf die eigene Jugend setzt. Ein Konzept, wie gemacht, für Lotto-Elf-Schnuppercoach Darius Wosch, der fast 100 Kinder am Nachmittag in Bewegung brachte. Mit dabei auch die Fußball-AG der Kita im Kreuzchen aus Koblenz. Die dortige Caritas hatte von dem inklusiven Angebot gehört und engagierte Erzieher handelten. Für unsere Kinder ist es wichtig, dass sie kennenlernen, andere Situationen, raus aus dem Wohngebiet. Hier sind doch andere und Inklusion ist ja für unsere Kinder genauso wichtig wie für andere Kinder. Sprich, in die Gesellschaft hineinzukommen, mit anderen und für andere. Nika Wosch bietet parallel zum Fußball einen Cheerleader-Workshop an. Auch das gehörte wieder zum Lotto-11-Paket 2018. Erst wird einstudiert und dann vor großem Publikum vorgeführt. Der gastgebende Verein und die kooperierende Verbandsgemeinde freuten sich über 500 begeisterte Zuschauer. Das ist, glaube ich, eine der vornehmsten Aufgaben der Kommunen, sich um das Ehrenamt und damit auch um die Vereine zu kümmern und mit ihnen ein partnerschaftliches Verhältnis zu pflegen. Auch das inklusive Vorspiel machte den Lotto-11-Auftritt in Mülheim-Kärlich zu einem besonderen. Special Olympics Rheinland-Pfalz gegen die Rhein-Mosel-Werkstatt hieß die Begegnung. Die endete Remis, aber hier war das Ergebnis mehr als zweitrangig. Diese halbe Stunde Unified-Fußball von immenser Bedeutung für alle Beteiligten. Sogar ein Unified-Stadionsprecher-Duo war aufgeboten worden. Die haben die letzten Wochen von nichts anderem gesprochen, weil genau das bietet ja Sport. Inklusion auf dem Platz, sind alle gleich und jeder versucht sein Bestes zu geben und alle haben Spaß dran. Und noch besser kann man Inklusion nicht vorführen. Das große Spiel bestritten die Lotto 11 und eine Ü40 der Gastgeber. Auch im 19. Jahr der Teamgeschichte führt Horst Eckel Regie vom Spielfeldrand. Der 54er Weltmeister verpasste keine der 11 Partien für gute Zwecke. Die Finale in Mülheim-Kärlich sollte den höchsten Sieg der Saison bringen. Auf die Zuschauer warteten 22 Tore. Vor allem Marco Reich zeigte sich in Torlaune. Er alleine erzielte in 90 Minuten 9 Treffer. 4 davon im ersten Durchgang. Zwei Akteure von Special Olympics durften sogar im Lotto-11-Trikot auflaufen. Christoph Landen und Daniel Asch erhielten Spielzeit. Ebenso Premiere wie Novum. Und mit dem Bein amputierten Heiko Wiesenthal durfte auch noch ein Paralympics-Teilnehmer dabei sein. Einfach großartig. Eine Menge Zuschauer und begeisterte Menschen. Und das Ganze im Zusammenhang mit Special Olympics, mit Behinderten, die hier eine Riesenfreude haben, ihre Eltern und all die da sind, ist ein Abend, eine Werbung für das, was uns in Deutschland manchmal fehlt, so das zwischenmenschliche Zusammenleben, dass alle sehr froh darüber sind und glücklich sind, wie gut das läuft. Für einen Lotto-11-Gegner kann so ein Abend schon ernüchternd sein. Aber die einheimischen alten Herren kassierten nicht nur 20 Tore, sie erzielten schließlich auch selbst deren Zweie. So fand die Begegnung einen versöhnlichen Abschluss und Weltmeister Guido Buchwald verteilte am Ende sogar noch Geschenke. Das ist die Lotto-11. Man hat dem Fußball sehr viel zu verdanken und wenn man dann über den Fußball was zurückgeben kann an Leute, Menschen, Kinder, denen es nicht so gut geht, dann ist es wirklich eine ganz tolle Sache und deshalb kommen auch wir alle sehr gerne zu diesen Spielen und es macht riesig Freude. Weil es unvergessliche Events sind mit unvergesslichen Momenten und schönen Bildern. Auf ein neues zum 20-Jährigen in 2019.